Hallo, diesmal zeige ich euch auch unseren Radlader, den wir am Platz haben. Der ist ab sofort verfügbar. Der Radlader kann sowohl mit statischen wie Paletten, Gabel oder Universalschaufel als auch hydraulischen Anbaugeräten wie zum Beispiel Betonmischer zusammenarbeiten. Es ist möglich, weil der Schnellwechsler über zwei Paare von Hydraulikanschlüssen am Arm verfügt. Der Radlader ist mit einer 1,2 Meter langen Palettengabel ausgestattet und hat eine maximale Hubhöhe von 3,2 Meter. Der Dieseltank befindet sich auf der linken Seite, wenn man in Fahrrichtung schaut, und der Öltank ist schön unter der Kabine eingebaut. Was die Leistung betrifft, verfügt der Motor des Laders über eine Leistung von 50 PS bei 2600 Umdrehungen. Dieses Modell ist mit Kabine ausgestattet. Wenn Sie keine verglaste Kabine benötigen, haben Sie die Option, nur den Schutzrahmen ohne Fenster zu wählen. Das rechte Pedal ist Gas, linkes Pedal ist Bremse und die Handbremse ist gleich neben dem Bremspedal auf der linken Seite. Das Lenkrad kann verstellt und angepasst werden. Die Rückfahrkamera hilft beim Lenken. Viele Funktionen können über den Joystick gesteuert werden. Vorwärts und rückwärts fahren, den Schnellgang einlegen, Neigung der Gabel sowie das Heben und Senken. Eine clevere Lösung besteht darin, die Türen nicht komplett zu öffnen, sondern ungefähr 10 cm geöffnet am Türschloss zu halten. Die Eingangstür lässt sich so leicht öffnen und arretieren, sodass bei längeren Arbeiten in der Kabine kein Dampf in den Fenster entsteht. Das hintere Fenster kann auch geöffnet werden. Für alle, die im Winter viel mit dem Lader fahren müssen, gibt es natürlich eine Heizung, deren Leistung manuell und unkompliziert angepasst wird. Hinter dem Radlader befindet sich auch ein Zugmaul, mit dem schwere Landmaschinen hinter dem Lader gezogen werden können. Dank der breiten Reifen hat der Radlader einen sehr guten Bodenkontakt, insbesondere auf nassen und weichem Boden, sodass man problemlos fahren kann. Für Personen, die nachts auf dem Bauernhof oder auf der Baustelle arbeiten müssen, ist das Fahrzeug mit LED und normalen Lampen vorne und hinten ausgestattet. Die Beleuchtungsleistung ist hervorragend und ermöglicht eine einwandfreie Arbeit. Wie ich schon am Anfang erwähnte, der Lader verfügt vorne über eine Schnellkupplung mit zwei Paaren von Ölanschlüssen. Dadurch ist es möglich, mit allen Geräten zu arbeiten, die über einen hydraulischen Antrieb verfügen. Wie beispielsweise eine Heckmulde, eine Kehrbürste, einen Betonmischer oder eine hydraulische Greifschaufel. Wenn du weitere Fragen hast, ruf mich bitte direkt an oder schreib mir eine Nachricht über WhatsApp. Solltest du nach anderen landwirtschaftlichen Geräten suchen, besuche gerne unsere Homepage agrospar.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.